So, wir haben viel Zeit zu diskutieren und zu überlegen. Und es sieht so aus, als wenn wir beide Englisch und Französisch konnten. Russisch sowieso. Und das wurde uns mit der Hirnschädigung 1995, 1996 gelöscht. Vielleicht sogar noch 1997. Weil ich kann mich erinnern, dass ich erst Ende 1997 anfing und wieder ein bisschen lesen konnte und wieder was verstehen konnte. So, nun wissen wir ja, dass man uns ja dann noch immer getrennt hat und dass wir dann auch nie da waren. Also werden wir wahrscheinlich in Rostock in der Psychiatrie gewesen sein und da wird man uns schön bearbeitet haben. Ne? Da wird man uns schön um sich Hirne gelöscht haben. So, und das war den Russen in dem Sinne egal, dann haben sie einfach einen Dolmetscher daneben gestellt. Ne? So wertvoll waren wir dann noch. So, andererseits ist es gut, denn wissen wir, dass wir seit 97 nicht mehr so viel geleistet haben. Dann konnten sie nicht mehr ganz so bereichern. Man hatte also so eine Angst, dass man zur Sicherheit erstmal unser Hirn total gelöscht hat. Aber total. Ich musste von vorne anfangen. Nur noch mit der deutschen Sprache, die ich auch immer noch nicht richtig beherrsche. So, meine Frau hatte das mit Mann auch irgendwie nebenbei. Und das sollte ich gar nicht mitbekommen. Da musst du natürlich aufpassen, dass wir es nicht beide haben. Du hattest das ein klein wenig später, ne, Nati? Ja. Da weiß man ja jetzt, was los war, wenn man einfach den Menschen hypnotisieren kann, einfach rausholen kann. So, also auf jeden Fall werden wir das auch nicht gelehrt bekommen haben in der Schule, weil meine Armen konnten. Zumindest Französisch und Latein, das werden sie mir auch beigebracht haben. Und Englisch ist wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall konnte ich auch Englisch. Das ist ganz einfach. Plötzlich konnte ich meine englischen Lieder, meine Lieblingslieder nicht mehr nachsingen. Vorher konnte ich sie total nachsingen. Kannst du dich erinnern, Nadine? Und da habe ich mich gewundert, dass ich die nicht mehr nachsingen kann. Tja. Vorher konnte ich Englisch, dann wurde mein Hirn so geschädigt, dass die Sprache weg war. So, und wir sollten natürlich auch spionieren und sollten auch, ja, man macht hier schon wieder Tests, ne? Man knallt hier nur für uns hier ein bisschen mit der Tür, wenn sie die hören. Man macht schon Tests wieder, wie laut es ist, ne? Dann passt man sich wieder an, wie mit der Wohnungstür nebenan. Mit der knallt man dann ein bisschen mehr, damit es besser ankommt. Sie wollen natürlich wissen, wie das alles ankommt, ne? Weil wir hier auch Lüfter haben. Ja, das ist das Gute. Unsere kleinen Idioten müssen ein bisschen lauter sein. So, das dumme Gequatsche haben wir entschieden, das schneiden wir weg, das interessiert uns nicht mehr. Ne, sie stehen ja auch andauernd auf den Fenstern bei der Kälte jetzt, ne? Wir haben natürlich Minustemperaturen, es liegt Schnee und unterhalten sich immer unter den Fenstern. Dafür kriegen sie dann Drogen. Aber jetzt komme ich ein bisschen weg, aber wobei ich denke, ja, daran haben wir das unter anderem erkannt. Ne? Und auch was ich geschrieben habe mit Französisch sollte nicht lernen in der 7. Klasse, angeblich. Das bedeutete nur, dass ich schon Französisch konnte und das hätte ich ja sofort mitgekriegt. So, wenn ich mal da war, durfte ich natürlich dann nicht im Französischunterricht gehen. So gut konnten sie das denn nicht hinkriegen. Ja, deshalb ist die Windkraftanlage, die ich eigentlich schon fertig hatte, die hatte ich eigentlich für Herz und Grün, durch das heute Morgen zusammen, Herz und Grün, Donata, zu Mecklenburg, ne? Habe ich die eigentlich 2005 konstruiert und wollte damit hier alles andere aufmischen. Aber aus irgendeinem Grund ist die nirgendwo aufgetaucht. Also die haben wir wenigstens schon gesichert. Ich erinnere nochmal ganz bescheiden mit dem Windkraftverstärker. Ne? Auch wenn das noch jeder lustig findet. So, also da hat man uns zuerst, haben wir die totale Gehirnwäsche gekriegt, die totale Hirnlöschung. Und dann haben wir im Prinzip wohl fast von vorne angefangen. Nicht gänzlich von vorne, aber fast von vorne. Es ist unglaublich. So, unser normales Hirn wäre erledigt gewesen. Deshalb haben sie uns wohl immer nicht richtig für voll genommen. Was uns nochmal besonders komisch vorkam,
dass ich wirklich hier meine, na, 50 Medizinbücher habe ich noch, oder 70, weiß ich nicht, meine Medizinbücher gucken konnte und das ausknobeln konnte. Hier 2007, 2008, ne? Dass ich da noch mal so richtig reingucken konnte. Dass ich mir das noch rausschauen konnte, muss ich einfach mal fragen. Vielleicht war das so ein angeblich wichtiger russischer Politiker, so krank oder so. Und ich muss mich darum nochmal kümmern oder so. Also heute kommt uns das hier auch ein bisschen komisch vor. Ne? Dass mich auch nochmal ganz bewusst an den Medizinbücher gelassen hat. Das kommt mir noch ein bisschen sehr komisch vor. Nicht, dass da irgendeine Kapazität, sag ich mal, ne? Ich meine natürlich das Gegenteil, da irgendwie dabei war, endlich das Zeitliche zu segnen, weil es Zeit wird, ne? Weil der liebe Gott ihn endlich holt, ne? Weil seine Zeit um ist auf der Erde und nicht, dass ich da noch eingreifen muss. Also da kriegen wir keinen Reim drauf, weil wozu brauchten sie diese Aufzeichnung? Oder wurden wir bloß noch sinnlos beschäftigt? Ich weiß es nicht. Also für Sie sinnlos beschäftigt, ich weiß es nicht. So, danke für die Aufmerksamkeit.